Speer werfen und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trainsimver 3, der Danny Spitters. Willkommen in Ashford Zugdepot. Bereiten Sie den Zug für seinen Einsatz vor, bevor Sie ihn nach St. Pancras International fahren. Befahren Sie den Zug durch die Zugwaschanlage, bevor Sie auf die Obststrecke fahren. Ja, das werden wir heute tun. Und davor müssen wir natürlich unseren Zug erstmal aufrüsten. Erstmal den Generalschlüssel auf einstecken und auf einstellen. Dann den Richtungswender auf neutral. Das nochmal drücken. 2 Sekunden. Dann sollen wir hier drauf drücken. Ach, scheiße. Spitzenbeleuchtung auf Tagfahrt. So, dann sollen wir losfahren. Vorher machen wir natürlich noch hier unsere Zugsicherungssysteme an. Das ist ja ganz klar. Und zwar. Zack. Zack. So, dann würde ich sagen, los geht's. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Bremse lösen. Okay, dann müssen wir halt nochmal da drauf drücken. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Ja. So, wir sollen unter 3 mph bleiben. Machen wir das. Fangen wir aus der Abstellung. So, ist natürlich so ein bisschen langsam, aber ist halt leider gerade nicht anders drin. Fahren hier mit unserer Class 395. Und da vorne ist dann auch schon die Zugwaschanlage, durch die wir fahren sollen. So, das dauert jetzt natürlich ewig. Hier auch noch bergauf, das ist der nächste. Aber wir haben es ja gleich geschafft.
Jetzt einmal durch die Waschanlage. Wunderbar. Dann glänzt unsere 395 gleich wieder ordentlich. Ja, dass man die Geschwindigkeit nicht halten kann. Ist ein bisschen nervig. Das ist halt dem geschuldet, weil es hier bergauf geht. Haben wir es gleich geschafft. So, der hintere Teil ist dann auch so gut wie durch. So, da vorne ist dann die weitere Zugwaschanlage. Ich denke mal, dass wir dann da vorne wenden werden. So, wir fahren jetzt mal ein klein bisschen schneller hier, sonst wird es einfach nicht. Das dauert zu lange. Wunderbar. Dann haben wir das auch erledigt. Fahren wir jetzt aufs Nebengleis. So, das letzte Drittel. Dann haben wir es. Sind wir durch? Ja, da können wir ein bisschen aufschalten hier.
wir hier mal ein bisschen vorankommen. Ein bisschen darfst du noch. Der Zug ist gewaschen, aber Sie müssen die Enden wechseln, um den Zug auf die Hauptstrecke zu bringen. Ja, das werden wir tun. Wenn wir wahrscheinlich abrüsten müssen. Ja, und zwar den Richtungswende auf neutral. Den auf maximale Bremse. Habe ich. Ah, oh, registriert er das wieder nicht? So, jetzt. Spitze Beleuchtung auf Zugschluss. Aber auch. Richtungsschalter auf Aus. Haben wir. Generalschlüssel auf aus. Aber auch. Und dann sollen wir natürlich das andere Ende des Zuges gehen. Schließen hier noch die Tür. Dann gehen wir mal durch den leeren Zug, logischerweise. Durch die Waschstraße fährt kein Passagier mit. Und in der Abstellung steigt auch keiner ein, ist klar. So, da wären wir. Generalschlüssel, den einstecken. Einstellen. Neutral. So, das ist natürlich auf Tagfahrt. Stellen Sie die Weiche um, damit der Zug auf die Hauptstrecke fahren kann. Warte mal. Wo ist denn jetzt unser Ziel? Bisschen wisst ihr was? Das machen wir. Das machen wir manuell. Das machen wir manuell. Bestellen wir wenigstens die richtige um. Haben wir. Dann gehen wir mal wieder zu unserem Zug, zu unserem Arbeitsgerät, um genau zu sein. Laufen hier mal so ein bisschen zwischen den Gleisen, weil ich glaube, so auf den Gleisen laufen ist nicht ganz so angenehm. So, dann steigen wir hier mal wieder ein.
dann sollen wir den Richtungswender vorwärts stellen. Das haben wir. Dann können wir losfahren. So, haben wir denn unsere Zugsicherungssysteme eingestellt? Oder nicht? Oder ja oder nein? Ja. Gut. Dann können wir ja loslegen. Genau. Wie sieht's? Spitzensignale, Spitzenlicht haben wir, wunderbar. Bin ich ja mal gespannt. Also erste Station jetzt natürlich Ashford International. 0,6 Meilen. Dann sollen wir anscheinend den Zug schon wieder okay. Wie es aussieht mit zwei Stationen. Okay, sieht eigentlich alles gut aus. In diesem frühen Morgen, 6.17 Uhr mittlerweile, 6.13 Uhr hätten wir da sein sollen. Ja, das kommt daher, weil wir nur 3 mph fahren durften. Das hat natürlich alles aufgehalten. Dann dazu noch der Führerstandswechsel. 4 Minuten hat das Ganze aufgehalten. Deswegen, ich sage ja, das war zu langsam, aber naja. Sind wir schon 5 Minuten zu spät. So, das wird 6, 7 Minuten, werden wir da Verspätung haben. Das ist schon beträchtlich. Naja, vielleicht können wir das hier wieder reinholen einigermaßen. Weil wir gleich auf der Aufstrecke sind. Wir da ein bisschen Gas geben, beziehungsweise beschleunigen können. Vielleicht können wir da wieder ein wenig Zeit reinholen. So, da wären wir. Sag ja, 7 Minuten zu spät. Aber dann ist dem halt so, ich kann es nicht ändern.
On time, 6.14 Uhr. Ha. Nicht ganz, nicht ganz. 6 Minuten, mit 7 Minuten. So, on time, das ist nicht mehr so wirklich. Aber ich kann es nicht ändern. Ist halt so. Southeastern High Speed ist diese Strecke hier, der wir unterwegs sind. Mit der Class 395. So, wenn wir jetzt mal die Türen schließen. Sie müssen das Stromsystem zu Oberstrom wechseln, um fortzufahren. Ah, okay, dann werden wir das mal tun müssen. Na komm, das kostet doch alles Zeit jetzt. Den erstmal wieder auf neutral. Und den wieder auf vorwärts. So, und dann können wir abfahren. Das heißt, wir lösen die Bremse. Schalten auf. Da. Das ist es, wenn man einmal Außenaufnahmen macht, das ist wirklich. So, gleich 168 mph. Vielleicht etwas Zeit gut machen. Wie gesagt, die Zeit haben wir an der Waschanlage verloren. Definitiv, wo wir da nur 3 mph fahren durften. So, hinein in den Tunnel. So, wird Zeit, dass wir jetzt ein bisschen Geschwindigkeit machen. Auf geht's. Jetzt 4 Fahrstufen hat er nicht. Wunderbar. So, so geht es dann halt nach St. Pancras.
wunderbar. Jetzt kommt mal ein bisschen Geschwindigkeit drauf. So, so langsam wird's was. Wunderbar. Bei 32, das schaffen wir nicht. Ich bin nur 25 Meilen. Für 4 Minuten. Das wird verdammt knapp. Naja, abwarten. Wie viel später wir jetzt in Ebbsfleet ankommen. Ja, 2:22, vielleicht schaffen wir ja wirklich die 2:25 hier auf dieser wundervollen Strecke. South Eastern High Speed, 2:25, jetzt sind wir immer ein Stück zu schnell. Ja, das ist dem Bergab geschuldet. Vielleicht die Höchstgeschwindigkeit dieses Fahrzeugs auch kennen. So, wird sich jetzt natürlich wieder zurückschrauben. Schon mal geschafft. 12:50 schaffen wir auch noch. 18 Meilen. Eine Minute, das schaffen wir nicht mehr, aber ich glaube, 7 Minuten kommen wir nicht mehr zu spät an.
man eigentlich da noch irgendwas einstellen? Was ist das jetzt? Nee. Das kann man nicht. Mode. Klimaanlage. So, eine Minute sind wir drüber. 13 Meilen haben wir noch. Jetzt kommen wir, schauen wir mal, wie spät wir wirklich ankommen. Dass jetzt 6:40 wird oder vielleicht kommen wir ja drunter an. Zwei Minuten drüber. Wunderschön, wunderschön. Also dafür, dass wir gewaschen wurden, sind wir hier vorne aber noch ganz schön dreckig. Seht ihr das? Wahnsinn. Ach, sieht man, da steht sogar die Uhrzeit dran. Wahnsinn. Guck dir mal die Scheiben an. Ich dachte, wir wurden gewaschen. Aber dafür seht mal die Aussicht. Wunderschön, oder? Wunderschön, aber es zieht sich so ein bisschen zu, habe ich das Gefühl. Also, als ob es gleich Regen gibt. Warten wir einfach mal ab, was passiert.
So, direkt neben uns ist die Autobahn anscheinend. Ihr seht's. Aber jetzt gerade nicht. So. Da führt die Autobahn her, beziehungsweise Bundesstraße oder Highspeed Highway oder wie auch immer man das hier in Großbritannien nennt. So, da müssen wir uns gleich mal so ein bisschen aufs Bremsen vorbereiten. 143 mph. Das heißt, schon mal die Bremse rein. Es wird wahrscheinlich doch 640 werden. Hätte ich nicht gedacht. Aber ja. Ist es halt. So, da kommen wir dann halt mit circa 7 Minuten, 6 Minuten Verspätung in Epsfleet an, beziehungsweise sind es schon 7 Minuten, 8 Minuten. Die Türen frei. Dann gucken wir uns hier mal so ein bisschen um in Epsfleet. Hier ist anscheinend so eine große, ja, so ein großer Übergang, so eine Halle, die über die Gleise führt, über die Bahnsteige, sodass man sich dann zu den verschiedenen Bahngleisen begeben kann oder beziehungsweise verschiedenen Bahnsteigen. Mal gucken, wie weit man hier gehen kann. Aha. Scheint da noch so eine Art Aufgang zu sein. Ist noch so ein anderer Bahnsteig. Fernab den anderen. Ein großer Parkplatz. Und hier. Ist da noch was? Und hier sind die anderen Gleise. Wo wir jetzt aber allerdings nicht hin können. So, Türen verriegeln. Ach. Idiot.
So, nächste Station, St. Pancras International. Meilen, das ist nicht mal ganz so weit. So, jetzt bekommen wir natürlich ordentlich die Geschwindigkeit drauf. Hier bei 200% Gefälle geht das natürlich schnell. Wunderbare Aussicht. Wunderschön. Das alles ist England. So, 3 Minuten haben wir noch. Jetzt 2 Minuten. Auch das wird natürlich nicht klappen. So, das ist die Autobahn. Wahnsinn, die Häuser da. Wahnsinn, wie viele auf einmal so zugebaut. Irre.
So, eine Minute haben wir noch für 13 Meilen. Das wird ein bisschen eng. Also wir haben die Verspätung leider an der Waschanlage uns reingeholt. Du wirst nicht mehr ausfahren. Naja. So, dann sind es noch 9,7 mittlerweile. 6,48 haben wir noch. Also, ich denke mal so, ich gehe mal so von 3 Minuten, 4 Minuten mindestens noch aus, die wir noch fahren werden. Das ist jetzt natürlich auch der etwas erhöhten oder überhöhten Geschwindigkeit geschuldet, die wir hier fahren. Aber ich habe ganz ehrlich auch keine Lust, hier ständig jetzt dagegen anzubremsen und wieder zu beschleunigen. Das kann natürlich jeder machen, der es wirklich 100% genau haben möchte, der macht das. Es sei auch jedem gegönnt, so zu machen, wie er es mag, selbstverständlich. So, dann habe ich gleich noch ein kleines Leckerbissen für alle, für euch, die den TS, die dem TS näher stehen, aber dazu gleich mehr, beziehungsweise in einem Video mehr, näher. So, 124 mph haben wir gleich. Wollen wir da auch hinkommen?
50. So, dann sind es noch 1,6 Kilometer bis Pancras, Ascent Pancras. So, dann nähern wir uns jetzt dem Bahnsteig. So, da wären wir. Ein wenig verspätet. So, das hätten wir auch geschafft.
ist also St. Pancras International. Black Five. Sounds like a Black Five Debütalbum. Featuring the Boiler Single Steam. Hard and Heavy Guitar Based Rock. So, so. So, dann wenn wir jetzt hier im Moment die Türen schließen werden müssen. Also den sollen wir euch neutral stellen. Okay, keine Türen schließen. Haben wir. Den auf maximale Bremse. Haben wir. Den auf Spitzensignal auf. Aus. Haben wir doch. Oh ne, jetzt registriert er das wieder nicht. Ach so, okay. Richtungswende auf aus. Volksknopf 10 Sekunden. Wählen Sie die Generalschlüssel auf aus. Ziel erfüllt. Danke für Ihre Hilfe heute. Sehen wir, wie Sie abgeschnitten haben. Oh wei. Oh, 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 oh. Ob das Gold gibt? Ah, leider nicht. Leider nur Silber. Wir haben die Punkte nicht erreicht. Naja. Gebraucht haben wir 59 Minuten 36 Sekunden. Wenn euch dieses Szenario und dieses Video gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.